Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Diablo 4. Dann wollen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja, das war da hinten, ne? Da müsste ich doch auch erst sehen. Da müsste ich doch auch erst sehen, links. Ach nee, das war ja außen. Das können wir eigentlich machen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich verfolgen. Stimmt, das war ja von hier außen. Kann man ja von hier aus dann dahin. Okay, ja gut. Machen wir das mal. Zuerst sollte ich vielleicht das machen. Zuerst das Inventar. Was hatten wir hier? Ach so, okay. Da hat man gleich was. Da? Ah, okay. Ja, ich verstehe. Gehen wir nochmal kurz darüber und machen das. Bevor wir dann da zur Quest aufbrechen. So. Genau, die beiden. Ja. Was haben wir da? Ach, wir haben noch ein bisschen mehr frei, ne? Hatten wir hier? Nein, da hatten wir auch nichts. Zwei Sachen könnten wir noch. Warte mal, ich müsste erstmal gucken, was ich wo hier reinpacke, ne? Ich glaube, den packe ich hier rein, wegen Rüstung. Den packe ich auch da rein, dann brauchen wir... Ich biete nur das Beste an. Scherben des Himmels. Ja, doch hier, ne? Nehmen wir mal einen Rubin mit. Ja, hier, komm. Und den nehmen wir auch nochmal mit. Genau. Dann sollten wir das auch haben. Ja. Sehr schön. Genau das, was ich wollte. So. Ja, packen wir nochmal rein. Kann ich ja immer noch weggeben, wenn wir das dann doch nicht mehr benötigen sollten. Nö. Kann ich das ja immer noch zum Schmied bringen. So. Guter Tausch. Ja. Rest zum Schmied. Segen des Vaters. Ja, ja. Eine gute Ausbeute. Ja. Vielleicht. Okay, dann gehen wir mal. Machen wir nämlich das mit dem Beinhaus. Dann brauchen wir nur noch die Stützpunkte und dann sind wir hier eigentlich schon ganz gut dabei. Ja, doch, wir müssen da unten lang. Oder sollten. Juhu! Okay. Nein, nicht verlangsamen! Ach, toll. Muss ich sie doch mitnehmen. Na gut. Noch wer? Nein? Okay. Ach, doch, noch wer. Ja, ich brauche unbedingt das Pferd. Unbedingt.
Aber gut. Ich meine, immerhin bekommen wir EP. Kommst du halt auch nochmal mit. Och, Mensch. War's das? Ach da. Guck mal. Nehmen wir auch noch mit. Das können wir nämlich auch noch gut gebrauchen. Später. Oh ja, warum nicht? Okay. Dann wollen wir mal rein. Nö. Ach, so viel haben wir auch noch nicht. Okay. Huch. Es lebt. Uah. Es lebt. Uah. Sieht aber auch, ne? Okay. Hat die Pestmade gerade die Tür geöffnet? Das ist sehr verwirrend. Ach komm, ernsthaft? Dankeschön. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Ach komm. Ist natürlich doof, dass ich nicht aus dem Ekelradius raus bin. Von dem Typen. Ach komm. Ich habe kaum noch Mana. Ich weiß. Ach komm, ernsthaft? Kommt mal her. Genau die meinte ich. Ach nö. Und schön aussehen. Schön, dass du drin geblieben bist. Mir fehlt das nötige Mana. Mir reicht schon, dass die aus dem... Das ist wie aus dem Ekelradius raus sind. Aber der Gegner kann da gerne reinlaufen. Kein Problem mit. Och Mensch. Lass dich doch nicht hier abzapfen. Der hat so einen Ekelradius. Ich habe meinen Glauben getötet, gebrandschatzt und gefoltert. Ach, das war der. Als ich an diesem verlassenen Ort starb, wurde mir keine Gnade des Lichts zuteil. Das war der Typ, den wir suchen sollen, ne? Ihr Weg zur Erlösung führte mich nur in die Finsternis. Ah ja. Jetzt ist Blut mein Lebenszweck. Mhm.
Ich werde mich vom Leben dieser Welt nähren. Ah ja. Für immer. Ah. Das ist etwas, was nicht sehr gut altert. Wenn man behauptet, etwas für immer zu tun, während ne? Jemand hinter einem her ist. Nein, 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 weg da, weg da! Oh, Alter, willst du mich verarschen? Oh Gott! Meine Güte, es war knapp. Nur wegen dem blöden Gedöns von dem. Ja, nein, mach doch mal vor deiner Füße hier. Ich habe kaum noch Mana. Ah, diese blöde Dings, ne? Weg mit dir. Dankeschön. Diese blöde Pestmarde. Macht mir das Ganze hier noch madig. Davon ist ja auch noch einer. Und der ist auch schon. Kein Mana mehr. Ja, ich weiß. Ich habe kein Mana mehr. Das ist sehr schade. Okay, machen wir es halt so. Uah. Okay. Sehen aber auch aus. Ah ja, okay. Wenn die die Tür aufmachen. Den kaufe ich das eher ab. Okay. Ja, dann können wir jetzt da unten lang, ne? Ich wollte nur gucken, dass wir hier oben auch alles mitgenommen haben. Oh ja. Hi. Habt ihr auf mich gewartet? Cool. Hab ich zwar nicht darauf geachtet, aber... Nice. Ja. Ach so, da. Muss sagen. Ich habe doch gerade jemanden gehört. Da war doch was. So, wo ist denn der letzte? Oder die letzten, je nachdem. Na gut. Hallo, ist da jemand? Ah, da vorne. Mir fehlt das nötige Mana. Das war mir klar. Na
Na komm. Na geht doch. Mein Name ist Pomuk Sliček. Ah ja. Ich schreibe dies, während ich zwischen den verderbten Gräbern jener, die meine Brüder sein könnten, verblute. Ich habe diese elenden Kreaturen schon gejagt, seitdem ich ein Messer gegen sie erheben konnte. Sie ernähren sich von Blut und vermehren sich stark. Ich habe sie in dieses Nest gejagt, doch das war eine Falle. Ihr Anführer kann die Toten erwecken. Und ich sorge mich um alle, die sich ahnungslos in diese Krypten verirren. Ja. Solltet ihr dazu fähig sein, so jagt sie. Mach ich. Lasst meinen Tod nicht vergeben. Ach, wir kriegen das schon hin. Das kriegen wir schon hin. Das ist nicht das Thema. Glaube ich. Das ist ja mal super. Gezielt. Mal wieder. Na, so ist doch besser. Warum nicht gleich so, hm? Na, dieser Ekelradius. Na siehste, geht doch. Kannst ja doch zielen. Was haben wir denn hier? Ich bin noch nicht. Ah ja, okay. Noch nicht bereit. Na komm mal her. Das war gerade Zufall. Das ist doch tatsächlich da reingeflogen. Aber der hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass ich das 3 Meter weit östlich da hinzauber. Er hat wahrscheinlich gedacht, vor die Füße. Dass er damit ausweichen kann. Ausnahmsweise mal richtig gemacht. Indem man es falsch gemacht hat. Naja. Hat sie uns beide ausgetrickst. Mich und den Gegner. Muss man auch erstmal schaffen. Ich habe kein Mana mehr. Das ist schade. Na komm. Na geht doch. Wo denn? Ach hier. Ich meine doch, da war was runtergefallen. Nur nicht bei mir. Ah, okay. Na, kommt mal her. Gebt mir eure EP. Nur eure EP. Na, haben wir hier noch was? Okay.
her. Dankeschön. Dann sind wir, glaube ich, gleich einmal rumgegangen, ne? Ja. Huch. Kommt uns hier die ganze Decke entgegen. Okay. Okay. Na dann. Oh. Auch noch da. Ja, jetzt gehen wir auch noch hin. Oh. Ach, weißt du was? Der uns auf den Keks geht. Hm, natürlich. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja, ja. Oh, haben wir ja noch was? Ja, ein paar Groschen. Okay. Holen wir mal den Stein. Müssen wir nur einmal wieder hier rum. Ah ja. Warum nicht? Können wir die, die wir übersehen haben, auch gleich noch mitnehmen? So, das müsste dann hier irgendwo sein. Ah, hier. Ja, lauf mal in die Stacheln rein. Okay, das war auch mal wieder Zufall, oder? Mir fehlt das nötige Mann. Ach, der ist noch da. Tja. Nur, dass ich nicht in den doofen Dingern da gestanden habe, ne? Bist zu früh zurückgekehrt. Kann genauso wenig zielen wie sie. Daran muss es liegen. Juhu, hallo, ist da jemand? Reinigungsdienst. Oh, ja, hier, ne? Definitiv, Ich habe kaum noch. Ich weiß. Reinigungspotenzial vorhanden. Ich habe kaum noch Mana. Na komm. Dankeschön. Scheinen alle so Hinterkeller zu haben, ha? Huh? Naja. Überall die Wurzeln, die ein Eigenleben besitzen. Aus wessen Feder das wohl ist? Okay, gut, dann hätten wir das. Ja, von da aus können wir ja auch dahin, ne? Ah ja. Habe ich mir fast gedacht. Okay. Gut, dann sollten wir das aber trotzdem so langsam machen. Weil anscheinend geht das, stuft sich das von alleine weiter hoch und dann
Ja. Kommen wir gar nicht in die... zu der Gelegenheit höher als das zu sein. Das können wir einmal anziehen. Auch wenn es ein bisschen ungünstig ist, aber... naja. Was haben wir hier? Ja, warum nicht? Kann man das eine ja da reinpacken? Und da rein. Ah ne, da hatten wir auch was dran. Was war denn da? Achso, für Kugelblitz. Ja. Ja. Achso, haben wir jetzt. Da war Dings drin. Blizzard. Ist nicht schlimm. So. Das ist schon mal... ha. Was hatten wir da drin? Achso, das... okay. Ja, das brauchen wir sowieso... sowieso dämlich. Okay, dann machen wir da den rein. Und da den rein. Weil das ist sowieso... wir haben ja immer eine stabile Störung, also... naja. Okay, gehen wir nochmal kurz da oben hin zum Entsockeln. Nö. Hm. So viel Plätze haben wir gar nicht. Hahaha. Moment. Beehrt uns bald wieder. Ja, ja. Nur mal kurz als Dings. Ich biete nur das Beste an. Platz Scherben des Himmels. Ja, ja. Genau. Packen wir das da rein. Dann bis zum nächsten Mal. Was haben wir denn hier noch? Naja. Machen wir es erstmal so. Okay. Gehen wir wieder rüber. Kann schon mal ein bisschen was loswerden. Ja, ja. Seid gesegnet. Noch etwas? Mhm. Auf jeden Fall. Guter Tausch. Ju. Okay. Was haben wir da noch drin? Ja, okay. Ja, den würde ich... hab ich da die Dings nicht rausgeholt? Ach, da war keiner drin. Den würde ich tatsächlich wegen des Aspekts behalten, aber... da ich immer instabile Störungen aktiv habe, glaube ich, bringt mir der andere nichts. So. Ja, und Dings können wir uns wieder besorgen, sehe ich gerade. Die Schlüssel. Der Vater möge euch Glück bringen. Ja, ja. Gib mir Schlüssel. So. Ach ja, stimmt, wir sind ja auch aufgestiegen. Ah. Da wollte ich ja nochmal gucken. War denn in... Dings. Genau, das war das. Ah, ja, ja, ja. Hm. Ja. War denn instabile Störung?
Ach ja, hier. Hab ich doch. Ja, ist halt meine Ult, ne? Na, ich nehme doch trotzdem das hier. Würstbeherrschung ist doch besser. Ja. Können wir so langsam unser Bild so ein bisschen ausbauen. Ne? Ja. Ja, so ein bisschen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, obwohl, wir können auch von da oben, ne? Also wir müssen nicht unbedingt hier so lang, wir können jetzt auch hier hingehen und dann, also ins Porten und dann gucken, dass wir das da machen. Ja, ne? Also, ja, kommen eh nicht näher ran. Es scheint sich ja immer mit uns mitzuleveln und deswegen passt das schon. Wir kriegen schon irgendwie hin. So. Aber die müssen wir halt definitiv machen, damit wir an die andere Quest kommen. Ah, irgendwie kriegen wir das schon hin. Nö. Und zur Not können wir auch immer nach Kyoba. Natürlich! Dann, ich meine, wir sind ja keine 2 Meter entfernt. Gehen wir halt nochmal zurück. Wenn wir schon ein, was ist das, finden, was direkt in der Nähe abgibbar ist. Irgend so eine blöde Kette. Ach ja, und zum Dings können wir auch nochmal. Ich hätte gern ein Tomatensüppchen. Dankeschön. Okay. Hier. Ich habe das am Ort des Khazra-Hinterhalts gefunden. Ein Hinterhalt? Ja. Diese verfluchten Bestien. Ja, ich weiß. Das war Namrans Kette. Mhm. Danke, dass ihr sie zurückgebracht habt. Klar. Okay. Kriegen wir gleich eine bessere Waffe. Sieht zwar nicht so... Ja doch, sieht ganz... Na ja, geht. Passt schon. Mit den ganzen Schädeln hier dran. Ist in Ordnung. Packen wir die, weil wir die erstmal entsockeln sollten, dann hier rein. Und können wir wieder los. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Na, haben wir wieder einen Hinterhalt oder war das eben nur geskriptet? Ja, war nur geskriptet. Okay. So. Der Wind ist zu schneidend geworden. Selbst für diese Gegend. Ja. Das ist kein normaler Sturm. So, dann machen wir mal. Hangeln wir uns doch mal hier rüber. Das war klar. Sieben Menschen
erwarten nichts als den Tod. Ach. Na, dann komm mal her. Das sollte eigentlich so nicht laufen. Glaube ich. Na gut. Ich nehme das so hin. Oh, ja. Gut. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Komm, ich bring's wieder ein. Ey, ich friere euch ein, nicht andersrum, ja? Ist nicht gut fürs Image. Ah ja. Ich muss erstmal den Dings hier wieder wegsetzen. Ich lauf mal an den vorbei. Das merken die nie. Ja, oder doch? Oder doch? Mir fehlt das nötige Mana. Ah, super. An euch vorbei. Na super. Na komm her. Geht doch. Ja. Ja, kommt her. Ich friere euch wieder ein. Geht zurück in euren Gefrierschrank. In die Truhe, aus der ihr kam. Na komm. Ja, ja. Ist ja gut. Heilige Güte. Guck mal, das bist du gewohnt, ne? Das sind die Temperaturen, die du machst. Guck mal, ich hole nochmal einen Schneesturm. Extra nur für dich. Wir wussten immer, dass sich etwas unter dem Eis befindet. Mhm. Aber wir dachten, wir würden schon fertig mit dem, was in den Tunneln lauert. Ah ja. Gestern fand ich meine Tochter Kalla weinend vor. Sie erzählte mir, sie hätte Monster in den Höhlen gesehen und bettelte, dass wir fortziehen. Ich sagte ihr, dass uns nichts aus unserem Zuhause vertreiben könnte. Danach ging ich jagen. Bei meiner Rückkehr musste ich mich durch tosende Winde und heftigen Schneefall kämpfen, um das Dorf zu erreichen. Ja. Zuerst sah ich die Wachen. Sie waren in Eis gehüllt. Mhm. Die Monster
vor denen meine Tochter mich warnte, hatten die Stadt überrannt. Hättest du mal gehört. Ich stahl mich an ihnen vorbei, um Kalla zu suchen. Doch ich kam zu spät. Meine Tochter ist erfroren. Ja. Wie all die anderen. Hier ist keine Seele mehr am Leben. Warum habe ich nicht auf sie gehört? Das ist eine gute Frage, aber die werden wir nicht lösen. Glaube ich. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist nach Kiowa zurück, uns ein bisschen aufwärmen, den Part wenden und beim nächsten Mal weitermachen, ne? Ich denke mal, das ist eine gute Idee. So. Und damit beende ich jetzt erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Sie haben uns gewittert. Rennt! Vergiss ihn! Du musst durchhalten. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber. Gesegneter Akkad, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegneter Akkad. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, nein, ich wollte doch nur antworten. Sie kommen! Ich weiß. Euch. Na los. Mal. Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen! Licht, steh mir bei. Mit dreien, sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Das Blut zeigt... Ich verstehe es nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Ah, was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Der ist geliefert. Nein! Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. Oh. Mit dreien sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein, nein, nein. Was ist mit dem Gold?
Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Krieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut ist der Schlüssel. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf dunklem Faden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Tagrat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit dreien, sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanctuarius. Preiset. Lilith. Gebenedeite Mutter, erlöse uns.